ihr euch schon immer mal gefragt, wie die ganzen Poppy Playtime Sounds entstehen? Digga, ich sag ehrlich, Mann. Ich hab mich schon mal gefragt, wo die alle herkommen. Und heute werden wir es herausfinden, denn David Lab hat diese ganzen Sounds nachgemacht und zeigt es uns in seinen Videos. Grüße gehen an dich raus, David Lab, if you hear this. Nice content, man, and thank you for your videos. Also, checkt natürlich gerne mal aus, falls ihr Bock drauf habt, lasst mal mir ein Like da. Und ja, Leute, viel Spaß, wir gehen rein, Kuss und sehen uns drin. Also, hier als erstes haben wir die Laufanimation. Uff. Okay, der hat ja einfach nur so zwei ganz komische Schuhe auf jeden Fall am Start. Und man hört halt richtig, das ist so echt, Mann. Alter Schwede. Und auch der Schlüsselsound. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Ton. Also jetzt wird dieser Elektrizitätssound nochmal geprüft. Wir gucken uns das mal an. Hä? Das ist David Lab. Was? Okay, warte mal. Wie viele Teile nimmt der und woher weiß der das alles? Ach du Heiliger! Wie zur Hölle hat er das gerade nachgemacht? Wir können es hier sehen, Leute. Also die Footsteps, dann haben wir den Generatormotor, den Notification Sound haben wir hier. Hier haben wir die Aktivierung mit der Tür, die Elektrizität an so einem, ja, an so einem Verstärkerpol sozusagen und seinen Ton, den er mit dem Mund gemacht hat. Und dann haben wir natürlich noch hier dieses Klebeband. Okay, das ist sehr, sehr crazy. Verrückt, wie die das alles gemacht haben. Jetzt haben wir hier anscheinend die Kassette, die jetzt aufgepickt werden soll. Und wenn man dieses Objekt einsammelt, dann soll man mit diesen Kleiderhaken einmal gegeneinander machen. Und er hat selber auch noch einen Ton. Crazy. Krass. Und da ist jetzt die Huggy-Wuggy-Vent-Szene. Und er klopft auf so eine Metallbox. Und man hört, also das ist wirklich sehr, sehr crazy, ne? Jetzt kommen wir aber zum Huggy-Wuggy Game Over, also möglicherweise die Animation, wo er uns frisst. Boah, da bin ich gespannt, wie das gemacht worden ist. Seht ihr das? Alles mit der Geige so ein bisschen? Verrückt. Habt ihr das gehört? Das war so echt, Alter. Das war so echt. Das müssen wir definitiv nochmal machen. Das müssen wir definitiv nochmal hören, Leute. Hört es euch genau an, wie echt es war. Das. Ey, Leute. Besser kann man den Sound nicht nachmachen, ne? Muss ich ganz ehrlich an der Stelle auch mal sagen. Jetzt kommen wir zum Grab Pack. Ich bin gespannt, wie er den nachmacht. Wow. Alter Schwede. Und eine Pistole? Okay. Das gehört? Alter! Das, Leute, das ist doch der... Das ist wirklich mind-blowing shit. Ich bin ganz ehrlich. Krass. Wir gucken mal, wie er Poppy nachmacht. Wow. Als ob der das gemacht hat. Der hat seine Stimme so umgestellt. Leute, zu krank dieses Video. Ich will aber unbedingt noch einen zweiten Teil anschauen. Und das machen wir jetzt auch direkt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo es hingeht. So, Leute. Hier haben wir den Mami Long Legs Jumpscare. Und warte mal ganz kurz. Der hat jetzt hier so ein Sixer Wasser ausgepackt. Okay, ja. Oh, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Und hier? Auch nicht schlecht. Oh Gott. Und jetzt? Gar nicht mal schlecht. Ich fand, das hat sich schon ziemlich, ziemlich gut angehört. Wir gucken mal weiter. Er hat jetzt hier das Walking in diese Zugstation, also das Laufen in die Zugstation, hat er hier auch nachgemacht. Bin mal gespannt, wie er das hinbekommt. Aber vom Ding her, man, also was hat er jetzt hier in der Hand? Irgendwie so ein halbes Tablett oder so, ne? Gucken wir mal. Das ist super echt. Das ist super echt.
Warte mal ganz kurz, war da nicht gerade ein Bild noch irgendwie drin? Was war das denn? Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken, Leute. Mal ganz kurz. Ich werde mal die Wiedergabegeschwindigkeit ein bisschen runtersetzen. Ich habe hier einen Hund entdeckt. Was macht der Hund hier drinne? Keine Ahnung, aber ja, ist okay. Safe, Leute. Hashtag laufen in die Kommentare, wenn er die Laufgeräusche absolut 1:1 nachgemacht hat. Okay, das ist auf jeden Fall gut geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir aber noch Laufen auf dem... Ah! Oha! Habt ihr das gesehen? Das war super easy. Einfach so eine Trittleiter nehmen und dann, ja, kann man das einfach nachmachen. Digga, warte mal ganz kurz. Okay, Freunde, ich habe mir jetzt auch mal eine Trittleiter geholt und ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist. Ich teste das jetzt aus. Tatsächlich nicht. Also nicht bei meiner Trittleiter. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber das kann ich so nicht bestätigen. Ich will es mir nochmal anhören, Freunde. Nee, kann ich so nicht bestätigen. Er hat jetzt aber diese süßen Schritte von Poppy nochmal nachgemacht. Da bin ich gespannt. Auch nicht schlecht. Das war schon wieder sehr, sehr echt, ne? Vielleicht liegt es an meiner Leiter. Die ist ziemlich stabil gebaut, Leute. Vielleicht braucht man so eine lockere... Oh mein Gott, der Train Activation Key. Warte mal, aber er hat jetzt nur die Aktivierung gemacht und nicht wie das Geräusch im Nachhinein, dieses... Na, also das hat er nicht gemacht. Ihr wisst schon, was ich meine, ne, Leute? Das hat er nicht gemacht. Oh mein Gott, er macht den Zug nach, Digga, wie cool! Ey, das ist wirklich sehr, sehr crazy, Leute. Also da muss ich schon sagen, das ist auch super, super realistisch gekommen. Der Typ hat richtig Potenzial. Und jetzt macht der Bonzo Bunny auf jeden Fall nach. Also da, wo Bonzo runterkommt. Das heißt, er muss dieses Ding, was er so die ganze Zeit schlägt, das muss er nachmachen. Und jetzt hier so eine Spaghetti-Schachtel. Ja. Verrückt. Also, dass er das schon wieder nachgemacht hat, ist doch wohl Wahnsinn. Okay, Leute, wir holen uns noch einen dritten Part, oder? Ich muss noch mehr sehen. Back in Business. Und da geht der Tarzan-Move los. Okay. Hä? Er hat sich in ein... Oh, Alter, was? Okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Mit ein bisschen Hall hat er das versehen. Das ist ziemlich gut gemacht. Hat er sehr, sehr geil nachgemacht. Also diese Tarzan-Bewegung definitiv. PJ Packepilla. Ah, das ist sein Hund, Dana. Und den hat er im letzten Video halt mit reingepackt. Vielleicht wollte er PJ Packepilla irgendwie so... Irgendwie sehen die sich schon ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, ne? Aber okay, macht jetzt PJ Packepilla nach, oder was? Oh, die Chips schmecken lecker. Hast du das gesehen? Warte mal ganz kurz. Leute, wie cool. Der arme Hund, Digga, guck mal, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und die Augen, ey. Aber ist ein süßer Hund. Und was macht er damit jetzt? Oh mein Gott. Oh. Alter, er hat seinen Hund ja gerade genommen. Den Ton, den er gemacht hat. I just wanted to scare you. Die Stimme war auf jeden Fall schon ziemlich gut, muss ich sagen. Und seine kleinen Kopfhörer sind auch irgendwie mal ziemlich niedlich. Hat er auf jeden Fall auch gut nachgemacht. Was ist mit Huggy Buddies? Hä? Ist das eine Katze? Er benutzt ja wirklich alles, Alter. Ein Glückskeks. Ist Milch? Dieses Gurgeln ist schon gar nicht mal schlecht. Dass er das halt so nicht nachmachen konnte, wundere ich mich ein bisschen. Aber das mit dem Gurgeln ist natürlich gar nicht mal so schlecht geworden, Leute. Und jetzt macht der Boogiebot nach. That hurts me. That's with me. Do you love me? Das ist auch nicht schlecht geworden. Ey, ganz im Ernst. Leute, das war's mit einem Video zu Poppy Playtime Sounds. Und wir könnten vielleicht noch ein paar zwei machen, wenn ihr wollt. Also, wenn ihr sagt, Digga, das war richtig nice, mache ich direkt morgen ein. Also, liked heute schön das Video und abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr das nächste nämlich nicht. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Kuss geht raus, auch an David Lamb.
Denno out.